Herzlich willkommen zu einem meiner kurzen Selbstgespräche. Hier ist heute Mückenalarm, deshalb muss ich ein bisschen ab und an mal auf meine Füße gucken, weil ich kurze Hosen anhabe. Das Thema meines heutigen kurzen Selbstgespräches lautet: Super-GAU für dein Ego. Keines deiner Beziehungsprobleme beginnt bei deinem Partner bzw. wird gelöst bei deinem Partner. Vom 24. bis 26. Juni, Freitag 19.30 Uhr bis Sonntag 16.30 Uhr gibt es eine Ausbildung zum Liebenden im Allgäu in Hauerz, 50 Kilometer vom Bodensee entfernt. Dort sind noch 2 Plätze frei. Ausbildung zum Liebenden, wie kann ich werden, was ich mir wünsche von dieser Welt zu erfahren, im Allgäu in Hauerz. Vom 24. bis 26. Juni. Schau gern auf www.martinuhlemann.de oder schreib meine Assistenz über martinuhlemann-coaching@gmx.de. martinuhlemann-coaching@gmx.de. Eine Nachricht, wenn du daran interessiert bist und Fragen hast. Zurück zum Thema meines heutigen Selbstgespräches. Super-GAU für dein Ego. Keines deiner Beziehungsprobleme beginnt bei deinem Partner bzw. endet oder wird gelöst bei deinem Partner. Was möchte ich dir damit sagen? Die meisten Menschen, die Probleme in ihren Beziehungen haben, die schmerzhafte Beziehungen haben, die Beziehungen haben, die nicht ihre Erwartungen erfüllen, die ihnen wehtun, haben sich darin verloren, ihren Partner bzw. den anderen zu analysieren. Der Markt quillt über von Angeboten, die dir erklären, wie die Krankheiten, die psychosomatischen Auffälligkeiten der anderen lauten. Hier kannst du deine gesamte Lebenszeit vergeuden oder hier kannst du deine ganze gesamte Lebenszeit verbringen in der Analyse der anderen. Und das ist die Art und Weise, wie dein Ego mit Problemen umgeht. In der Welt der Materie ist es nämlich durchaus richtig, deine Probleme genau dort zu lösen, wo du sie siehst, wo sie in deinem Bewusstsein erscheinen. Wenn dein Zahn ein Loch hat, dein Kühlschrank leer ist, deine Jacke kaputt, dein Kraftstofftank oder dein Akku leer, dann musst du nicht in dir schauen und suchen, was das mit dir zu tun hat. Dann musst du das Problem deines Loches im Zahn, deines leeren Kühlschrankes, deines leeren Kraftstofftankes, deiner kaputten Jacke, deiner kaputten Socke, bitte dort lösen, wo du das Problem siehst, genau dort. Dein Kühlschrank ist leer, deshalb hast du nichts zu essen. Löse das Problem nicht, indem du dich vor deinen Kühlschrank setzt, dir vorstellst, was du gern drin hättest oder affirmierst, was du gerne drin hättest oder deinen Kühlschrank liebst. Schau in dein Portemonnaie, schau, wie lange der Supermarkt offen hat, schau, wie du da hinkommst und dann kaufe ein, was du essen möchtest. Löse also deine Probleme in der Welt der Materie bitte nach wie vor genau dort, wo du sie siehst. Deine Probleme in der Welt deiner Beziehungen löst du genau niemals dort, wo du sie siehst. Ich muss mal kurz den Mogli eine Mücke wegmachen. Warte, Mogli, warte. Deine Probleme in der Welt deiner Beziehung beginnen niemals beim anderen und sie werden auch niemals gelöst beim anderen. Natürlich hat der andere durchaus selber Probleme, selber Ängste, selber kindliche Wunden, selber Strategien der Vermeidung des Fühlens seiner eigenen Wunden, natürlich. Und worüber ich auch hier ausschließlich rede, ich rede hier über Beziehungen, wo beide Anziehung, wo beide Liebe füreinander fühlen und wo beide das Commitment miteinander eingegangen sind, reale Beziehungen miteinander zu leben, irdisch, physisch miteinander zu leben. Ich rede nicht über Fantasiebeziehungen, über Dualseelen im Kopf. Ich rede nicht über Menschen, die in einem Beziehungsdreieck stecken und meinen, sie würden Beziehung leben mit jemandem, der noch mit jemand anderem reale Beziehung lebt. Ich rede nicht über Menschen, die
Ja, nein, vielleicht zu dir sagen, die dich gaslighten, die dich triangulieren. Ich rede hier über Beziehungen zwischen zwei Menschen, die das Commitment miteinander haben, die Vereinbarung miteinander haben, Beziehung real physisch miteinander zu leben, das auch tun, zwischen denen Anziehung besteht, zwischen denen Liebe besteht, die tatsächlich Beziehung miteinander leben. Über solche Beziehungen rede ich hier, damit das klar ist, weil meine Arbeit braucht absolute Klarheit. Beziehungsweise deine Heilung braucht wie meine Arbeit absolute Klarheit. Deine Beziehungsprobleme beginnen nie im Verhalten des anderen und sie lassen sich auch nicht lösen durch die Veränderung des Verhaltens des anderen, weil das, was dich schmerzt im Verhalten des anderen, dir in dir etwas sichtbar macht, dir in dir etwas spiegelt, dir in dir etwas fühlbar macht, dass du dich in dir weigerst zu lieben. Und in deinem Ego hast du zu nichts weniger Lust und bist du zu nichts weniger fähig, als bei dir zu bleiben. Bei dir zu bleiben und auf dich zu schauen. Dein Ego ist die Strategie in dir, die das ganze Leben im Grunde genommen unter der Überschrift sieht und lebt. Der Retter ist im Außen, der Zerstörer ist im Außen. Ich wiederhole noch einmal, all deine Beziehungsprobleme beginnen nicht beim anderen und sie werden auch nicht gelöst beim anderen, sondern sie beginnen in deinem selbstablehnenden Glauben über dich und sie werden gelöst in deiner inneren widerstandslosen Annahme deiner eigenen Ängste, Schatten, Dämonen, deines Ich bin es nicht wert, deines Ich muss kämpfen um Liebe und sehr wohl auch im Außen in deiner klaren Grenzsetzung, wenn das Verhalten des anderen dich schmerzt, dir wehtut, musst du im Außen Grenzen setzen, sagen, stopp, ich muss mich darum kümmern, was mir hier wehtut. Wir kommen wieder zusammen, wenn ich wieder bei mir bin und nicht mit Schmerz oder mit Projektionen identifiziert bin, wenn ich nicht im Kampf- oder Leitmodus bin. Ich kümmere mich darum, was in mir hier schmerzhaft berührt wird. Ich überprüfe, ob unsere Beziehung, so wie sie aktuell stattfindet, mit meinen persönlichen Werten im Einklang ist, ob ich hier noch immer eine erwachsene Liebesbeziehung mit dir von meiner Seite aus lebe. Was ist das? Eine erwachsene Liebesbeziehung. Ich muss hier ein bisschen tanzen wegen der Mücken und kurzen Hosen. Eine erwachsene Liebesbeziehung ist eine Beziehung, wo beide nicht den anderen zu ihrem Abenteuer, zum Sinn ihres Lebens, zum Inhalt ihres Lebens machen, wo beide selber für sich sorgen können, wo beide radikale Selbstverantwortung für sich selbst, ihre Lebensumstände und ihre Gefühle übernehmen. Kurz zusammengefasst, eine erwachsene Liebesbeziehung stellt das Leben der eigenen Werte über die Befriedigung der ganz normalen, natürlichen Bedürfnisse nach Verbundenheit, Verbindung, Austausch, Anerkennung, Annahme, Liebe, eine Partnerschaft im Ego, in der Angstvermeidung, stellt die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse nach Verbundenheit, Liebe, Annahme, Anerkennung über jeden Wert. Also, einer der wichtigsten Sätze für all deine schmerzhaften Beziehungen und deren Lösung ist, deine Beziehungsprobleme beginnen nicht beim anderen und sie enden nicht und werden nicht gelöst durch die Veränderung des Verhaltens des anderen, sondern sie beginnen in deinem Glauben über dich. Dein Partner zeigt dir mit dem, was dich schmerzt an seinem Verhalten, was in dir nach deiner Liebe im Innen und deiner Grenzsetzung im Außen ruft, nach deiner bedingungslosen Liebe im Innen und deiner klaren Grenzsetzung im Außen. Und sie werden auch niemals gelöst, deine Beziehungsprobleme, wenn du beim anderen bist und der andere sein Verhalten verändert, denn du ziehst ja Partner, für die du Liebe verspürst, Anziehung verspürst, auf dem Fundament deines Glaubens über dich selber in dein Leben. Und wenn das Verhalten deines Partners, für den du Liebe oder Anziehung oder beides verspürst und mit dem du reale Beziehung lebst, dich schmerzt, dann wiederhole ich nochmal, geht es hier um einen Glaubenssatz in dir, der sich nach deiner Liebe und Annahme sehnt. Es geht darum, dass du klar wirst und überprüfst, ob du noch
ein integres, wertekonformes Leben, eine integre, wertekonforme Beziehung lebst oder ob du abgerutscht bist in eine bedürfnisbefriedigende Ego-Angstvermeidungsbeziehung. Also es geht darum, bei dir zu bleiben, wenn das Verhalten deines Partners dich schmerzt. Setze Grenzen, sage, hier brauche ich Zeit, um auf mich selber zu schauen. Hier muss ich gucken, was hat mich hier verletzt, was sehnt sich nach meiner Liebe. Und ich muss schauen, ob das hier aktuell eine Beziehung ist, die mit meinen Werten konform geht, wo ich selber meine Werte über die Befriedigung meiner Bedürfnisse stelle. Und dann gehe wieder in Kontakt und Verbindung, wenn du bei dir bist, wenn du dich um deine Angst, deine Wunden, dein Traumata, deine Dämonen gekümmert hast, um das, was der andere dir durch sein verletzendes Verhalten oder dein dich in deiner Wahrnehmung verletzt habendes Verhalten zeigt, überprüfe deine Werte, überprüfe, ob du diese Werte